Kolleginnen und Kollegen, viele unter uns, auch viele Qualitätszirkel, diskutieren ja die Frage, ersetzt die PCR die Kultur? Im Grunde genommen ja, aber wir haben drei Optionen. Wir können nach wie vor die klassische Pilzdiagnostik durchführen mit Petrischalen. Das wäre die erste Option, die muss niemand aufgeben. Wir haben die zweite Option, dass wir dann die PCR machen, wenn die klassische kulturelle Untersuchung kein Ergebnis zeigt. So wie hier bei diesem Beispiel. Patient hat sich vorbehandelt, das ist Nagelmaterial, was man hier sieht, und es tritt ein Wirkstoff, ein Medikament aus dem Nagel aus, das sieht man sehr schön, Beweis dafür, dass eine Vorbehandlung bis kurz vor der Untersuchung stattgefunden hat. Logischerweise wächst der Erreger nicht mehr an. Man hat aber immer noch die Möglichkeit, weil wir ja im Besitz des klinischen Materials des Patienten bleiben, dann nach 2, 3 oder 4 Wochen die PCR zu machen. Als zweite Chance, wenn der Pilz nicht konventionell wächst, dass man dann die Gentechnik zu Hilfe nimmt. Und natürlich die dritte Option, man kann mit Hilfe der PCR diese Kultur vollkommen abschaffen. Ich verstehe das auch gut, wenn das viele Kollegen machen werden, weil die Kultur ist extrem politisch belastet. Der Stress ist groß. Man braucht eine Zulassung, man braucht eine Prüfung. Man muss die Prüfung bei der Kassenärztlichen Vereinigung bestehen zur Pilzdiagnostik. Man muss die Charge prüfen des Mediums, bevor man es einsetzen darf. Man muss sich an die Reli backhandeln, muss 2-mal im Jahr an Ringversuchen teilnehmen und man muss die Petrischalen entsorgen. Gar nicht zu denken an die Praxisbegehungen. Mancherorts braucht man für das Anlegen einer Kultur ein polizeiliches Führungszeugnis. Und ich kann verstehen, dass viele Kollegen darauf keine Lust mehr haben und sagen, ich lasse die kulturelle Diagnostik sein. Ich mache jetzt die Gendiagnostik, bin frei davon. Und was mir persönlich am Ende gefällt, viele Kollegen haben die kulturelle Diagnostik wegen dieser schweren politischen Hürden aufgegeben. Es lohnt sich auch finanziell nicht mehr. Und ich sehe persönlich in der Gentechnik den Erhalt und auch die Rettung der Dermatomykologie im Fachgebiet Dermatologie. Hätte nicht gedacht, dass ich das auf meine alten Tage noch erlebe, dass ausgerechnet der Gentest der Mikrobiologen unsere Pilzdiagnostik rettet.